Nationalratswahl in der Zweiten Republik Österreichs fand am 25. November 1945 statt. Die christlich-demokratische österreichische Volkspartei unter Leopold Figl ging als Sieger aus der Wahl hervor und erreichte eine absolute Mandatsmehrheit. Mit 49,8% der Stimme und 85 Abgeordnete. Die Sozialistische Partei Österreichs hatte 44,6% der Stimmen und 76 Abgeordnete, und die Kommunistische Partei Österreichs hatte 5,4% der Stimmen und 4 Abgeordnete.